Welche Kosten der Weiterbildung fallen generell an? Ehe wir hier auf den zweiten Teil der Frage eingehen, lassen Sie mich kurz den Begriff Kosten nochmal erklären. Kosten ist betrieblicher Werteverzehr. Und das ist zunächst mal etwas Abstraktes. Die meisten Menschen denken, Kosten ist, wenn Geld weggeht. Und das ist falsch. Kosten ist betrieblicher Werteverzehr in Euro oder in Geld bewertet. Das heißt, das Entscheidende ist nicht Euro, sondern das Entscheidende ist der betriebliche Werteverzehr, den wir dann in Geld in Euro messen. Also, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter sich speziell kümmert um eine bestimmte Weiterbildungssache und dafür 2 Stunden investiert, dann sind diese 2 Stunden Kosten dieser Maßnahme, weil nämlich 2 Stunden verzehrt wurden für diese Maßnahme. Ja? Also streichen Sie bitte ein für alle Mal dieses Glaubensmuster, Kosten ist, wenn Geld weggeht. Das ist so der umgangssprachliche Ausdruck, aber der ist betriebswirtschaftlich falsch. Kosten ist betrieblicher Werteverzehr in Euro bewertet oder in Geld bewertet. Und jetzt nehmen wir mal hier, schreiben wir nochmal hin, Weiterbildung, Komma, Kosten. Nehmen wir hier die, das ist ein W hier. Ja, Weiterbildung, Kosten. Und dann nehmen wir mal verschiedene Dinge auf. Kosten der Abteilung Weiterbildung. Ja, was natürlich wieder viele Einzelkosten hier beinhaltet. Ich deute das hier mal nur so an. Aber wenn es eine Abteilung Weiterbildung gibt, dann sind das natürlich Kosten der Weiterbildung. Dann Unterrichtsmaterial. Hier kann es sein, dass Unterrichtsmaterial eingekauft wird. Dann haben Sie in dem Fall zufällig Kosten und Geldabfluss parallel. Aber es kann auch sein, dass Unterrichtsmaterial im Unternehmen selber erstellt wird und ein Mitarbeiter daran gesetzt wird. Dann müssen Sie die Stunden, die der Mitarbeiter daran arbeitet, in Geld bewerten und das als Unterrichtsmaterialkosten hier aufführen, obwohl in dem Sinne ja kein Geld nach außen abgeflossen ist. Bewertungskosten. Ja, Essen, Trinken während eines Seminars, Unterbringungskosten. Wenn Mitarbeiter in externen Hotels überwachten, haben sie hier zufällig Kosten und Geldabfluss parallel. Ja, heißt aber nicht, dass Kosten etwas damit zu tun hat, sondern es ist mehr oder weniger zufällig hier, dass sie das dann auch bezahlen. Unterbringungskosten. Dann, und hier noch wieder ein klassisches Beispiel, Arbeitsausfallkosten. Ja, die Mitarbeiter sitzen in einer Fortbildung, sagen wir in einem Seminar, können ihre Arbeit nicht machen und diesen Arbeitsausfall muss man in Geld bewerten und der Weiterbildungsmaßnahme zurechnen als Kosten. Dozentenhonorare. Hier in der Tat wieder Kosten gleich Geldabfluss. Und vielleicht noch als Oberbegriff Kosten generell externer Weiterbildungsmaßnahmen. Ich gebe zu, das ist jetzt wieder ein Oberbegriff. Unter den fallen dann wahrscheinlich Dozentenkosten, Bewertungskosten, Unterbringungskosten und so weiter. Aber nehmen wir es hier trotzdem nochmal mit auf. Also auch das wieder ein Oberbegriff, unter den viele Unterpunkte fallen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.